Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Age of Wonders 3. Ja, wir sind immer noch mit unserem kleinen Miyamar Lichtspringer hier unterwegs, unser schöner kleiner Halbling-Hohepriester. Und ja, unsere Drachen haben wir hier, versuchen wir langsam aufzubauen. Unsere Armee wollte ich jetzt, wie ihr es sich erinnert, nach Westen ziehen, hierher in die Richtung ungefähr, mal gucken, was da so passiert. Eine weitere Armee hatten wir hier im Osten geparkt, die sich noch ein bisschen von Strapazen erholt und dann hier ein bisschen Gold einnimmt. Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge und da setzen wir jetzt natürlich auch weiter an. Das könnt ihr euch nicht leisten, ja, das stimmt. Zu Helden leisten können, nehmen wir das mal aus der Warteschlange raus. Er produziert jetzt zwingenderweise zwei gute Mannschaften. Dann können wir uns den nächsten Zug geben. Euch gebe ich noch eine Runde. Wir müssen ja unsere Sachen nicht opfern. So, den kriegen wir eh nicht hin. Die Frage: Ja, gut, wenn du dann mit drinne stehst, klar, kriegst du hin. Schade, es ist keine Abkürzung, die Bären zu holen. Hätte ja sein können. Ist aber nicht so. Ja, unsere Drachen haben ja hier eine exponierte Lage auch. Kommt schnell mal auch ein Gegner ran. Auch mit die beiden, nee, es sind drei. So, die drei sein mögen. Froschkarer Schnitter und Miyamar Springer. Okay. So, die nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal an. So, 20 Punkte und ironischerweise als Reittier im Goldwivern. Aber das soll uns ja nicht stören. Im Gegenteil, ist ja irgendwie sogar passend, wenn jemand, der auf Goldwivern reitet, dort erstmal eine Armee anführt. So, verbesserte Sichtweite ist toll. Geladene Armee kann auch nicht schaden. Ja, den letzten Punkt, den heben wir uns auf. So, du bist jetzt Teil der Armee. Wenn ihr die Handelsfarm beendet habt, baut ihr dann mal den Verbleib. So, wir laufen erstmal hier weiter. Ich glaube, er war schon mal hier. Sonst wäre das Ding nicht geplündert. Drei Zweier, darf ich das nicht irgendwas bekommen? Nee, das ist mir noch zu kritisch. Ihr? Ja, ihr dürft jetzt natürlich. Und wie es funktioniert, lohnt sich es mit dem, aber wir haben jetzt einen Angriff der E-Quatsch. Wir kriegen ja sowieso wahrscheinlich ohne Pause das nicht hin. Oder dass wir uns die Verluste einfahren. So, ihr bleibt auf Distanz. Habt nur einen Distanzkämpfer und der ist darin nicht besonders gut. Das soll mir eigentlich also ganz recht sein. Ja, mit Rechtsklick hier mich weiter. Auch blöd natürlich, dass ich die Distanzkämpfer bei mir auf eine Seite und die Nahkämpfer auf der anderen Seite. Strategisch jetzt nicht so gut. Ja, können wir dann später auch machen. Gibt vielleicht die Immun sein, die lieber verfüßelt. Ja, was soll's. So, ihr könntet, wenn ihr nicht so langsam wäret, seid ihr. Ach, meine kleine Scherung-Opfer. Da wollte ich sowieso mal schauen. Okay, sie haben wirklich auch schlechte Werte. Das ist die erste Beschwörungseinheit, die ich habe. Das ist berechtigt. Du im Nahkampf sonst nichts. Ah, stimmt. Ich wollte ja euch eigentlich. Jetzt ist die Frage, kriege ich das irgendwie suchen hin? Wie viel könnte das Schaden machen? 8. Wenn ihr eine entsprechende Schwäche hättet, gehen wir da vielleicht raus. Schadensabzug für Entfernung, das heißt, wenn ich näher rangehe, wird das doppelt Schaden machen. Jetzt sind wir bei 5 bis 7. Na, mal sehen.
10 bis 14. Das sollte wohl reichen. Sehr schön. So, du schaust mal, ob wir eine Einheit dazu bekommen können. Sehr nice. Gut, Orks sind zwar prinzipiell sagt man böse, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Ha, Perplex ist auch nice. Hey, Moment, das heißt, er kann keine Gegenschläge machen. Auch cool. Ja gut, das ist Scherups. Hab eh eine sehr kurze Lebenserwartung. Dann macht es kaum Unterschied. Oh, und sie haben es so gepackt. Cool. Ja, okay, haben wir eine Einheit mehr. Wenn ich den mitnehmen würde, mir sogar zwei mehr. 93 Gold. Ja, okay. Wir nehmen erstmal so, wir verkaufen ihn nicht. Laufen wir jetzt halt erstmal mit ein paar Einheiten mehr rum. Achso. Okay. AP-technisch dürft ihr noch eine Runde warten. Ihr zwei könnt ja dann schon mal so ein bisschen Scout spielen. Genau, das machen wir. Ihr scoutet. Vorbereiten tut mal wieder ein. Hab jetzt ja wieder ein bisschen Mana. Schon wieder Hex des Nordens? Haben wir es nicht gerade erst vor kurzem? Ach, Frozen North, okay. War anders ausgedrückt, das ist jetzt also eine andere Hexe. In 4 Runden. Da komme ich nicht weit. Und ich fürchte nur noch meine Drachen etc. Ihr habt ja letztens gesehen, wie nett die Hexe war. Orten der Heilung. Werden Orten der Teil die Fähigkeit Heilung. Ja gut. Nehmen wir euch nur einfach in der Zauberstunde hochkommen. Ihr habt einen großen Tempel erschaffen, das ist prinzipiell zum Beispiel gar nicht so schlecht. Ehe die da oben einen Drachen bauen, wir gehen noch ein paar Runden, das heißt, zweimal Handelswaren sollten wir so produzieren. Ja, dann ändere ich meine Meinung, ihr kommt doch noch unterstützend hierher. Euch, ja, geht so halbwegs gut. Ihr lasst euch laufen, auch schön. Ja gut, gucken wir mal. Meine Stadt dürfte mit 6 Einheiten dann doch auf jeden Fall sicher genug sein. Was meinen Drachen angeht, allerdings habe ich da so eher meine Zweifel. Wir können jetzt mal kurz hier hochlocken, aber viel mehr können wir dann wahrscheinlich aber auch nicht machen. Gut, hier sind noch mal Wehren. Schloss des Lichtkönigs, Schwierigkeitsgrad pervers. Kommen wir erstmal hier hin. Den können wir einfach noch mitnehmen. Gute Sicht zu haben ist immer ein strategischer Vorteil, den wollen wir natürlich nutzen. Ah, die hier sind schon ein bisschen besser in Distanz. Was ist das denn? Wissen weg. Hat durchaus Vorteile, wenn die nicht mehr in der Nähe sind. So, wenn ich den treffe, kann ich eventuell beide Perplex machen. Gucken wir mal. Tja. Immerhin war das eine hypothetische Ansage. Wie sieht's denn aus? Nicht dürfte doch klar gehen, warte gut. Ja, knapp weg. Oh, das hat sogar mit Ansage funktioniert. Nice. Das ist schön. Ja, und da der wahrscheinlich so rumziehen wird, schieben wir dich mit dir hin. Du schubst ihn jetzt mal um. So, haben wir ein bisschen mehr Sicht. Hilft dann höchstens die Hexe frühzeitig zu erkennen.
Ich kann die zu dritt wirklich noch nicht hier lassen. Das ist nicht verantwortbar. Warum müssen wir uns jetzt mit schweren Herzen wieder zurückziehen? Hätte gedacht, wir kämen hier mal vorwärts. Ja gut, wir hätten zwei Armeen. Ja, Anton, ich komme dann irgendwann vorwärts. Apropos, vorwärts kommen. Age of Wonders, also Triumph Studios, haben jetzt angekündigt, dass sie an einem neuen Spiel arbeiten, das, wie sie sagen, für Age of Wonder Fans gedacht sei. Was das ist, wurde jetzt noch nicht so genau gesagt. Naja, genau genommen wurde überhaupt nichts dazu gesagt. Nur, dass es auch rundenbasierte Strategie sein soll. Jetzt haben natürlich die Fans schon spekuliert, ob das vielleicht ein New Release von Age of Wonders 3 ist. Wäre ich sehr traurig drüber. Weil warum sollte ich dieses Spiel hier nochmal wollen? Finde ich jetzt nicht so prall. Auf der anderen Seite wurde überlegt, vielleicht wird ja noch ein neuer Overlord-Teil rausgebracht. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, war auch ein schönes Spiel. Wird aber mit dem Punkto rundenbasiert meines Erachtens ein bisschen Konflikt stehen, weil die beiden Overlord-Teile, die ich von Triumph Studios gespielt habe, haben mit rundenbasiert eigentlich überhaupt nichts zu tun. So. Ah, da kommt Böse her, das rocken wir dann gleich mal. Aber um hier ein bisschen abstauben können. So, zeigt mir nochmal eure HP. Gut, bis auf 1 sieht's gut aus. Sollte sein. Ja, wie immer. Was heißt, gibt ja auch manchmal so die Variante mit Spinnen, aber es ist in der Regel immer ein Troll dabei und der ist das große Problem. Und die Tatsache, dass keine Spinnen dabei sind, ist natürlich auch schon mal recht vorteilhaft. Denn die nerven natürlich ganz besonders rum. Weil sie halt, wie der Name es sagt, einspinnen können. So, du kommst erstmal hier hin. Bringt alles nichts. Schüttet einen Helden, zwei lang, bla bla, aha, aha, aha. Bringt bei Trollen auch erstmal nichts. Also Schaden macht Debuffs, okay, machen noch Sinn. Also Schaden macht das Verschwendung. Warum bist du eigentlich schlecht drauf? Ah, verflucht, klar, wegen. Ja, der Gebäude hier, der Ruine. Das ist ja quasi der Feldeffekt dafür. Gut, dass wir ein bisschen weniger Abwehr haben, denke ich. Genau, und weniger Resistenz auch. So, jeder Schlag ein Treffer. So, und jetzt kommt wieder diese Überlegung, wie spielen wir am klügsten? Versuchen wir es mal. Ah, schön, Troll ist perplex. Das heißt, ich kann da jetzt eigentlich drauf kloppen. Muss mal wissenschaftlich zu sagen. Ich schieße jetzt noch auf den Walk. Dann dürfte die Sache sich eigentlich für den Walk erledigen. So, keine Gelegenheitsangriffe und so weiter. Ich komme ja aber nicht vorbei, weil ich gerade mich clever gestellt habe. Vielleicht könnte ich sogar 45%. Schade. Ein Versuch war es wert. So, die Sache ist die, der Walk. Natürlich noch nicht perplex. Versuchen erstmal hier einen Blockade aufzubauen. Das ist jetzt zwar nicht massiv, vorteilhaft, aber besser als nichts. Oh, 40% eingefroren. Mal sehen. Yay, nicht geklappt. So, das heißt wegen Winkelcherubs. Okay. Das heißt, meine Nahkämpfer können da ohne Bedenken drauf. Das werden sie auch tun. Puh. Ja, Leute, was sollen wir sonst anderes machen? Sind wir ganz ehrlich. Das ist das Beste. Mal sehen, wie es sich entscheidet. So, die zwei Einheiten, die wir vor uns gewonnen haben, haben wir damit auch quasi wieder verloren.
Gut, dafür haben wir aber das Ding hier geräumt. Kriegen wieder einen dazu. Ja, okay, da haben wir doch Stufe 2, da haben wir doch sogar Plus gemacht. Achso, als Reittier. Okay, auch nicht zu verachten. Schauen wir mal. Frostschutz, Feuerschwäche, Verderbnisschutz. Gut. Ist jetzt besser als nichts. Du bist aufgelevelt, das ist auch nicht zu verachten. Verspotten ist keine schlechte Fähigkeit. Haben wir aber was, was hier allen weiterhilft? Alle Einheiten erhalten Schutz gegen Gift. Gut, bringt deswegen die zwar nichts höchstwahrscheinlich, aber was soll's. So, das ist wäre als direkt Gnadenstoß. Vorsamen plus zum Schaden bei Einheiten, die im Netz gefangen wird, unwahrscheinlich umschlungen, unwahrscheinlich eingefroren. Nein. Okay. Das heißt, den restlichen Punkte sparen wir uns. Drei Runden. Wir ziehen uns erstmal ein wenig zurück. Hier wurde von mir schon gerückt. Okay, gut. Das bist du, oder? Genau. Was haben wir hier drin? Ja, okay, die Gruppe ist jetzt auch nicht so klein. Es sind zwar drei Einser dabei und nur ein Zweier. Der Einser ist auch noch schlecht. So, ihr habt einen Goldwyvern abgeschlossen und seid jetzt kuschelig zu viert unterwegs hier. So, jetzt die Frage, ob ich da weiterbaue oder ob ich mir erstmal einen der Erfolge hole. Also was heißt der Erfolge? Der Ingame-Erfolge. Und zwar, jetzt muss ich schauen, Reichsmission heißt es, genau. Over my Battle First Level 5 for Missouri. Wie auch immer man die kriegt, Heldengestalt. Durch das Vorbild, wo war's denn? Ewige Stadt. Besitzt als erster eine Metropole. Okay, das versuchen wir sowieso. Erleuchteter, Erforschungsassistent der Ebene 6. Alle Talente, Heptatopie, kaiserliche Residenz. Errichtet als erster einen großen Palast. Gehen wir zu. Das versuchen wir als nächstes. Dafür brauche ich eigentlich nur das Observatorium, wenn ich mich nicht täusche. Dann kommt, glaube ich, noch ein Gebäude. Und danach kommt der große Palast. So, wir können aber hier schauen. Wir haben noch ein bisschen Geld über. Brutkammer. Gebaut. Zwei Züge, das heißt, wir können ja auch nochmal locker flockig ein bisschen hochschielen. Tempel der Sphinx, okay. Gut, am nächsten Zug machen wir uns dann auf den Rückweg. Du kommst dahin. Für den Fall des Falles, dass ihr es nicht schafft, was sehr wahrscheinlich ist, kommt ihr dem mal entgegen. Huch! Das ist schon etwas anstrengend. So, Observatorium ist gebaut. Wir haben einen Radius dazu. Mit dem nächsten Radius kriegen wir noch eine Goldmine. Okay. Ja. Oh, jetzt kommt schon ein Großpalast. Okay, da hätte ich oben sparen sollen. Egal. Wir nehmen das jetzt erstmal auf. Sparen damit quasi indirekt. Ihr seid immer noch unangenehm. Ihr. Genau. So, mit euch ziehen wir sich mal kräftig zurück. Und. Ja, bleiben wir hier auf dem Gehweg stehen. Und warten mal das Unheil ab. Wie viel Mana können wir mittlerweile speichern? 700. Okay. So, jetzt ist irgendwo die Hexe aufgeploppt. Das ist eine Krone. Oh, da sind meine Gegenstände. Ja, das sind meine. Okay. Was macht der Schild? Die Einheit, der muss. Ja, da ist der schon mal besser. Kriegst du auch noch. Das auch. Was macht das? Okay, das. Fähigkeiten. Nutzbarer Gegenstand. So, und das kriegt dann wohl mein Kollege hier. Wenn ich natürlich die Reihenfolge richtig machen würde, würde das auch klappen. So.
Wie weit muss ich vorgehen, ehe ich sehe, was das ist? Okay, das ist die Hexe des Notens. Schön, dass die immer bei mir auftaucht. Kommt ihr mal mit ran? Dann seid ihr nämlich im Kampf mit dabei. Ja, das heißt, wir brauchen hier unten eigentlich niemanden, der mehr auf uns aufpasst. Aber ich möchte die hier auf jeden Fall gerne weg haben. Weil, wie gesagt, das ist eine unangenehme Sache. Schön ist, das sind ja Tiere, das heißt, auf Feuerwerk reagieren sie mit Panik. Und wenn wir das mal mit Panik schaffen, dann werdet ihr sehen, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Dann rennen die nämlich weg. Ansonsten sind Schockschlangen leider schön stark, weil sie einen auch wunderbar lähmen können. Das machen die besonders gerne, können sie besonders gut und sind auch noch effektiv da drin. Panisch, panisch, perplex, mal gucken. Yay! Komplett widerstanden beide, schön. Schön will ich scheiden. Sowas nochmal. Toll, die ist panisch und perplex. Ja, das ist die Kleine, die ist auch perplex. Okay. So, wir müssen jetzt nur überlegen, wie wir es klug machen. Du machst dir mal einen auf Beschützer, Beschützer. Kommst du überhaupt ran? Du kommst dran. Okay. Den Sheriff verlieren wir gleich. Aber ich will jetzt gern hier im Nahkampf. Nee, ich weiß, Tiere sind keine Spezialisten. Wenn die jetzt nämlich panisch wegrennen, können wir noch Konterangriffe durchführen. Gelegenheitsangriffe. Und könnten die quasi passiv dadurch töten. Was wir auch gerade getan haben und gesehen hätten, wäre unser Bild nicht verschwunden. Boah. Ah. Es gibt so Sachen, die tun einfach beim Zugucken schon weh. Kommt. Kommt, habt keinen Erfolg bei meiner Bitte. Okay, macht ihr den Rest. Gut. Hätte jetzt ehrlich gesagt zwar gerne ohne Verluste, aber muss ja bescheiden sein. Wie viel stehst du noch? Zwei. Das ist natürlich wirklich schade. Och! Diese Gruppe gehört wohl zu ihr. Nicht gut. Ich hätte gedacht, die wäre dann mit oben. Wenn sie mit oben ist. So. Ich traue mir trotzdem keinen automatischen Kampf. Ich stehe da zu 10. Aber was soll man sonst machen? Da seht ihr auch mal gut. Hier meine angrenzende Armee taucht halt mit auf. Schauen wir mal, was die alles hat. Geringe Wiederbelebung von Untoten. Das ist erstmal nicht ganz so schlimm. Das. Sie können futtern. Untote Einheit übernehmen. Verfluchen. Was hat das eigentlich mit einer Nordhexe zu tun? Das ist ja eher. Zwei Noten denke ich an Eis. Wow. Also cool aussehen tut sie ja. Okay. Schwarze Blitze. Leben rauben. Immun gegen Fluch. Wiedererweckung stört mir jetzt den Punkt hier nicht. Wiedergänger, die ist ein oder zwei Runden nach ihrer Vernichtung kann. Auch kein Problem. Eher ein Problem, Schutz vor Licht. Okay. Und gegen Feenwesen, Tiere, Fromme und Nebun verschrieben. Ah, yay, das bin ich. Scheide. Gegen Angriffe von vorne hat sie Schutz und gegen. Okay, hohe Moral. Verbesserte Sichtweite, Geistschutz 20%. Okay, das heißt, diese können wir diesmal mit Distanzangriffen traktieren. Ich muss erstmal gucken, wie wir hier eine einigermaßen sinnvolle Verteidigung auf Bord bekommen. Die Antwort ist nicht. Ja, Leute, ich werde schon gleich die irgendwann nehmen. Was hast du denn so auf dem Kasten? Plan-Sprengsatz. Wenn sie geblendet ist, kann sie nichts. 5%ige Chance? Mhm.
war kräftig gelacht. Ja, Peinigen ist wahrscheinlich noch das Beste. Du bleibst noch schön weit hinten, anfällig wie du bist. Die Chance, dir perplex zu machen, ist garantiert auch hier wieder nur irgendwo 5%. Das muss ja eigentlich bedeuten, das werden wir schon interessieren, eine pervers hohe Resistenz zu haben. 20 ist eine pervers hohe Resistenz. So, kommt Leute, wir nähern uns mal. Wahrscheinlich wird sie jetzt auf Distanzkampf zurückgreifen. Ich habe mich geirrt, ich gebe es ja zu. Wie hoch sind die Chancen, sie einzuspinnen? 25% ist noch gar nicht so wenig. Das habe ich Schlimmeres erwartet. Gut, wir hatten keinen Erfolg, aber der Versuch war es doch wert. So, das hätte ich vielleicht eher machen sollen. So, ihr sterbt jetzt gleich. Und zack! Machen jetzt so schön kleine Pixels, wie sie vielleicht doch noch umfällt. Ist das ein ehrenhafter Kampf? Nein. Finde ich das gut? Ja. Wir kriegen die Stück für Stück dann schon noch klein. Da bin ich ganz optimistisch. Zuerst müssen wir überlegen. Der kann theoretisch auch hier hin. Hier wäre jetzt aber erstmal besser, weil wir dann gleich die zwei Treffer haben, die da sind. Du kannst ganz geflogen mal hier ein auf Distanz machen. Wir müssen jetzt noch schauen, was mehr Schaden macht. So, das macht 4 bis 6. 2 bis 4. 3 bis 6. 1, 2, 3. Ja, auch 3 bis 6. Das heißt, mit 4 bis 6 sind wir hier noch am besten. Ah, geschockt ist es auch. Okay. Jetzt glaube ich, dass sie jetzt durch Schockangriffe mehr Schaden bekommt. Und wieder ein umgeschubst. Aber wir geben nicht auf. Wir hacken weiter drauf los. Irgendwann fällt es um. Wie sieht es denn hiermit eigentlich aus? Okay. Das heißt, Nahkampf müsstest du sie auch bald kriegen, oder? Ah, er ist panisch. Und doch lassen wir uns immer noch nicht davon abbringen. Und tschüss, die Hexe. Ja, das habe ich befürchtet. Der wird teuer. So, was haben wir denn hier? Was war das? Eisnova, ein heftiger Schwer Eisnova, ist vom Anwender aus. Jede Einheit um den Anwender herum erleidet 8 Schaden und alle Einheiten einen 3-Feld-Radius sind gezwungen. Und ich habe schon gedacht, die wären stark. Ich muss es erst gestehen, Nee. Ohne Schaden kommen wir definitiv nicht raus. Wir werden hier schätzungsweise 2 Einheiten können. Ich hoffe, wir gewinnen aber insgesamt. Hier steht schon unser erstes Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vielleicht können wir ja den Starken zu uns konvertieren dann. Ja, du. Du. Ja, du kommst jetzt mal hier hin.
warum, weil ich jetzt gar keinen besseren Ort für dich weiß. Na, schmeiß einen Eisklumpen. Reicht auch für den. Okay. Ich habe jetzt gedacht, wir würden alle 8 Eisschaden kriegen. Habe ich wohl falsch verstanden. Oh, cool. Gefroren. So, jetzt hoffen wir mal. 40% kommt schon. Ach. 40% sind dann nun wirklich nicht so wenig. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich aber auch perplex werde, ist sehr hoch. Ja, okay, das wird wohl ein teurer Kampf. Da habe ich aber kurz was gemacht. Aber auch nur einmal. Ich hoffe, ich bin mit Fußball wieder fit. Schön. Fifi, wacher Held steht immer an der vordersten Front. So, Arandil, du machst den und Fifi versuchte den hier zum Höchsten erreichen, sehr schnell. Nein, ich hätte gern wirklich eine schöne. Sehr gut. Ja, das war teuer. Jetzt ziehen wir uns auch erstmal schön zurück. Eintreten in Position Borgok? Gut, das war wahrscheinlich noch die Hexe. So, verbessert euren. Ja, es sind ein paar schöne Sachen dabei. Kaiserliche Autorität. Nee. Falsch. Hier ist es. Genau. So. Das war's schon. Aber ihr habt recht, Leute. Wir können im Beutel gucken. Aber das machst nicht du, sondern du, weil du wahrscheinlich am ehesten hier ein bisschen auf Wache gehen wirst. So, was macht das denn? Plus 2 Verteidigung. Ran damit. Schild. Leben rauben. Wow. Das ist eine gute Sache. Hohe Moral. Warum nicht? Ist das schönes Amulett? Vorsteinflößend. Okay, nehmen wir auch. Ah, Bluestick. Feuerschwäche. Schweben. Besser sich weiter. Hat jeder ein Reittier? Ich glaube ja. Das heißt, den können wir eigentlich. Können wir den nicht verkaufen? Hm. Jetzt so? Ja. So, was haben wir hier? Verzauberung stehen und Verfluchung, meinetwegen. Auch nicht zu verachten. Sieht cool aus. Buch der Toten, benutzbarer Gegenstand, Resistenz, Wiedergänger. Schwarze Blitze, Leichenwachrufe, Knochen sammeln. So, jetzt haben wir das auch nicht irgendwie doppelt oder so. Leben rauben. Nein. Okay. Du kommst nur erstmal hierhin zurück. Falsch gemacht. Egal. Ich wäre sowieso mit euch in die Richtung. Und zwei, begleiten euch mal bitte.
So. Du gehst hier mit rein. Euch müssen wir halt wieder aufbauen. Ja, wie es mit euch aussieht. Ja, ich glaube, ihr werdet eine Scherub-Armee. Wie können wir dich erstmal sinnvoll verbessern? Mal schauen. Waffenkunde, nie schlecht. Dann haben wir noch was. Verspotten, ja, wie gesagt, das finde ich jetzt auch keine üble Sache. Wir haben einen Distanz-, einen Nahkämpfer. Oh. Hehe. Warum ist das pausiert? Okay, wenn der Palast fertig ist, Leute, bauen wir als nächstes zwei Distanzkämpfer und zwei Scherubs. Packen wir uns schon mal direkt so rein. Ihr macht einmal erst Wächter hier. Wir lassen uns doch von solchen kleinen Schlägen nicht abhalten. Der Held bietet seine Hilfe an. Ja, ich möchte dich. Ich werde auch sparen, dass ich dich bekomme. Dann nehmen wir auf jeden Fall einen Helden als Distanzkämpfer schon mal mit in den Pack hier. Kriegen wir gleich einen neuen. So, holen wir schon mal dazu. Viel Spaß da. So, für euch bedeutet das jetzt mindestens 3 Runden das hier. So, ihr kommt mal hier hin. Ernsthaft, langsam sieht die Gruppe hier schaffbar aus. Doch, die machen wir mal. So schaffbar war es schon vorher. Ich meine aber, wenn ich jetzt schaffbar sage, ohne irgendwie große Verluste zu machen. So. Bringt jetzt eigentlich nichts auf euch zu schießen. Ihr werdet euch bestimmt mit der Wächterflamme heilen. Du bist hier strategisch da hinten. Knuddel mal alles so ein bisschen auf die rechte Seite hier. Nein, nein. Das passiert, wenn man beim Scrollen sich verklickt. Aber okay, gut. Bleiben wir optimistisch, bleiben wir toll. Wir kriegen das trotzdem hin. Selber geben können. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt richtig arschig bin, sprich einige Punkte dafür, gehen wir erstmal hier hin. Schön. Schön, wenn was auch mal klappt. Ein bisschen gefährlich, aber nicht kritisch. Müssen wir ganz cool überlegen. Ja. Ja. Okay. Sehen wir, wie es ausgeht. Sieht aktuell für uns ganz gut aus. Wir wollten echt nur die. Dass sie die natürlich jetzt weghauen, war klar. Aber das stört mich auch ehrlich gesagt nicht im geringsten. So. Ja, klopp mal drauf. Ja, und du holst dir die Punkte. Bleiben wir doch ganz gelassen. So, was könnten wir denn hier bekommen? Eine Hose, die mich Verteidigung bringt.
Ein Ring, der Frostschutz macht. Ja, nehmen wir. So, der drauf, der es, glaube ich, gebrauchen kann. Frostschwäche zu Frostschutz. Und nicht mehr Verteidigung, damit der nicht so kalt da unten rum ist. Auch nicht zu beachten. Ja, ihr müsst halt ein paar Runden jetzt da bleiben. Talent. Herr Märtyrer. Nachdem sie zahllose Qualenbrüder Würden ertragen haben, werden Märtyrer von Gott gesegnet und so weiter, verlassen ihre sterbliche Hülle, erreichen des goldenen Ordens zum Auserwählen, weil sie Fähigkeit Schmerz absorbieren erhalten. Aha. Da werde ich wohl das wohl auch mal erforschen müssen. Beitrittsangebot, ja, möchte ich, aber ich warte immer noch darauf. Was haben wir hier wieder? Aufstieg des Alpha, das Alleinheim von Spielern mit guter Einstellung. Hey, das bin ich. Drei Essenz und starker Wille von Spielern mit böser Einstellung leiten. Drei Mali. Mhm. Ja, für mich ist das sehr gut. Finde ich schön, kam jetzt auch schon in letzter Zeit eher ein bisschen benachteiligt vor, muss ich gestehen. So, hier hast du ein Scherub wieder. So, ihr macht erst noch nichts. So, dann. Das ist jetzt mein. Hochelf, okay. Kriegerisch. Helfen wir dich mal ein bisschen ab. Zack, zack. Erste Hilfe ist nicht schlecht. Oh, dann sind wir schon pleite. So, das kann weg. Du bist durch Ruhestellen besser geworden mit der Zeit, okay. Du brauchst auf jeden Fall noch ein Wert-Upgrade. So, ihr. Moment, ich habe das Gefühl, hier fehlt trotzdem noch was. Weißt du, der Abschluss in Kreis Residenz. Großpalast, plus 10 Zauberpunkte und 100 Stadtzufriedenheit. Ich habe aber so das Gefühl, es gäbe noch eine ähnliche. Meisterschmied. Errichtet als erster eine arkane Schmiede. Ja, dann werden wir wohl da als nächstes drauf sparen. Jetzt ist die Frage, ob wir vielleicht auch mit zwei Distanzkämpfen erstmal rumlatschen. Ach komm, was soll's, Leute. Wir haben doch genug Scherups als Kanonenfutter. Mana kriegen wir ordentlich dazu aktuell. Muss ich groß gucken, ist das der Cherub hier, der da reingehört? Ne, diesen Fall. So. Wagen uns mal ins Gegnergebiet. Wer seid ihr denn? Goschgak der Schnitter. Ja, schön, wenn wir natürlich jetzt spontan rankämen. Kommen wir aber nicht. Aber wir bleiben hier auf der Brücke stehen. Ich weiß, dass die auf jeden Fall noch rankommen. Ich habe es nämlich gerade getestet. Die Frage ist jetzt, was machen wir? Gehen wir hier weg? Oder... Ja, ich kann den Kampf nicht gewinnen. Deswegen ziehen wir uns mal geflogen aus der Atmosphäre hier. Gut, dass er mich nicht angegriffen hat. Wir hauen jetzt ganz schnell ab. Das ist nicht nur mehr Militär, nein, es ist auch stärkeres Militär. Versuchen hier schnell noch eine zweite Gruppe aufzubauen. Kriegen wir natürlich nur so hin. So, Skillwalk möchte gerne Produktion haben. Kann ich nachvollziehen.
möchte auch gern, dass ihr dort produziert. Ist die Frage, haben wir erstmal hier genug dafür? Ja, haben wir. Ja, du gehst trotzdem noch in die Richtung. Das ändert jetzt erstmal nichts dran. Und ihr werdet jetzt noch nicht Schlüssel produzieren dürfen, müssen, können, sollen, wollen. Passendes Wort hier einfügen. Ja, ich lasse euch erstmal hier stehen. So, falls wir uns schaffen, aus der Fähre zu ziehen, was ich doch stark hoffe, ist erstmal dann gut. Ja, verfolgt er mich? Okay, er weiß es anscheinend. Deswegen geht ihr mal hier lang. Ihr folgt. Und du gehst hier nach vorne. Verstärken. Verstärken wir zuerst euch und euch da unten. Wie lange braucht ihr noch bis dahin? Ja, euch verstärken wir zuerst. Vor allem jetzt irgendwas, um seine Stadt zu schädigen. Aha! Nein. Gut, war bisher jetzt auch noch nicht nötig gewesen. Wäre also auch Quatsch gewesen, prinzipiell das zu erforschen. Nee, ihr setzt mal eine Runde aus. Wir gucken mal, wie es hier weitergeht. Das klingt so, als hätte er was beschworen. Und Reichsmission abgeschlossen, Meisterschmied. Erhaltet in eurer Stadt einen mächtigen magischen Gegenstand. Zeigt ihr mir, oder? Ja gut, ist akzeptiert, das ist nicht so mächtig, finde ich. Aber ist besser als nichts. Ich überlege gerade, schützen die Drachen sich dann selbst? Ja, lass mal so machen. Auch da, jetzt noch vier. Okay, Anemone. Ja, du wirst jetzt quasi fürs Geld sorgen dürfen, bis das abgeschlossen ist, sagen wir mal. Hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wahrscheinlich werden es vier Runden. Denkt ihr auch, Leute? Wahrscheinlich, ne? So. Ich will nicht auf der Brücke stehen, der hat fast nur Distanzkämpfer. Ihr wartet noch eine Runde. Ja, okay, ihr dürft. Stopp, nein. Um Bewegungspunkte zu sparen, obwohl. Latscht der echt hier oben rum, statt hier drüben. Nee, wir latschen auch, das heißt, wir haben Werk, was soll's. Ja, angriff. So, hier seht ihr mal so einen Tierbaum mit schön elektrisierten Tentakeln. Und bis auf die Affen dürfte hier auch keine Distanz haben. Ja, wenn man durch die starren Dinger durchgeht, wie ihr seht, gibt es Elektroschaden. Ich versuche das dementsprechend zu meiden. Plötzlicherweise überlege ich gerade, ob ich diese Klauenstärke der Brüder hier mit durchführe. Ich werde es sogar wahrscheinlich machen, und zwar bei dem hier. Gleich. Lass mich doch erstmal den ziehen, der sind was. So, verspotten. Führt dazu, dass er angegriffen wird. Widerstand. Na gut. Nein, verspotten hat, glaube ich, dazu geführt, dass der Gegner wahllos seinen Verbündeten angreift. Und so. Nur schön aufpassen, dass man nicht durch die Dinger rennt. Der Computer berechnet den kürzesten Weg und nimmt die Fallen quasi mit. Luft von Affe am Morgen.
Wow, sogar die Schockschlange ist geschützt. Überrascht mich ein bisschen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ja klar, das ist ein Scherub, Leute. Was wollt ihr von dem? Verlangt doch nicht sowas. So, mit dir komme ich nicht wirklich weiter an der Stelle. Außer über ziemlich große Umwege oder mit Schockschaden. Legen wir mal. Das geht. Das geht? Ich kann dich echt bezaubern, wirklich? Cool. Dann holst du den Kill. Normalerweise kann man Tiere nicht bezaubern. Aber okay. Wenn es geht, nehme ich's. So, du kannst jetzt hier lang ohne Kasaien. Okay, gut. In der Wag. Wir werden die nicht benutzen können, sinnvoll. Das ist nicht sinnvoll. So, das war jetzt nicht unerwartet. Und kaputt. Ja, schön. Eine Schockschlange bekommen. Das ist eh ein meiner Liebsten. Das Tolle ist, das möchte ich euch noch gern zeigen, bevor wir heute mal Schluss machen, ist da, entwickeln. Denn die schafft auf Gold zu kommen, wird sie zur Erwachsenen-Schockschlange und die kann, glaube ich, sogar zur Riesenschockschlange werden. Zumindest geht das bei der Schiffschlange. So, jetzt warte ich hier noch ab, ob der PC mich ärgern will. Okay, der weiß. Was ist hier eine Verzauberung drauf? Ja, tatsächlich. Er schafft eine aus Antimagie-Energie bestehende Kugel, die alle einstehende Magie aufhebt. Die verbündete Stadt ist immun gegen alle Stadtverzauberungen. Und hat auch schon sein Verteidigungsgebäude. Sagen wir es mal direkt: Die Stadt kriegen wir nicht. Auch nicht mit den beiden Truppen hier. Darum hören wir am besten erstmal an der Stelle auf. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und verabschiede mich. Und ja, bis zum nächsten Mal überlege ich mir, wie wir hier am besten weitermachen. Vielleicht fällt mir ein kleiner Trick ein. Ansonsten schauen wir mal, ob wir in der Forschung was bekommen, um Städte ein bisschen kaputt zu machen. Tschüss!